Moin, moin und willkommen zurück zum Iron Kerman. Es hat eine Weile gedauert, bis ich euch mal wieder eine neue Folge vorbereitet habe. Das hat mehrere Gründe gehabt. Zum einen habe ich einfach zurzeit viel um die Ohren, dann habe ich gerüchteweise gehört, es wird auch noch langsam Sommer. Und dann wusste ich, was für eine Aufgabe vor mir liegt. Und das war echt frustrierend. Ich habe heute so viel gezeitraffert, wie gefühlt noch nie in meinem Leben. Ihr seht, wie ich hier verzweifelt versuche, mit diesem Rover, mit allerlei Stunts, als allererstes Mal das zu beenden, was wir im Livestream angefangen haben, nämlich zu der Anomalie zu fahren, die es zu erledigen gilt in unserem Auftrag. Und das ist das Kerbel-Gesicht und herauszufinden, was es mit dieser Anomalie auf sich hat. Nämlich, dass es ein Kerbel-Gesicht ist, vermute ich jetzt mal. Und das war eine ziemlich lange Fahrt. Ich meine, manche von euch haben es ja im Livestream mitbekommen. Das war nicht ganz einfach mit dem Rover. Aber schlussendlich hat es geklappt. Ich bin am Köbelgesicht angekommen und habe mit Valentina dort ein bisschen Sightseeing und Forschung betrieben und mir das mal alles ein bisschen genauer angeguckt. Das Köbelgesicht ist ein Biom, natürlich in Anlehnung an die Felsformation, die mal vor einigen Jahrzehnten fotografiert worden ist auf dem Mars, die halt vom Schattenwurf her so aussah, als ob es dort ein Menschengesicht geben würde, was sich allerdings wirklich herausstellte, dass es nur ein sehr ungünstiger Schattenwurf war. Und als Hommage daran, vermute ich jetzt zumindest mal, gibt es hier das Köbelgesicht auf Duna. Und was wir natürlich machen, einfach nur um das jetzt auch mal ordentlich hinzubekommen, ist uns auf dem Kerbel-Gesicht niederlassen, um einen ordentlichen Screenshot zu kriegen. Wie ihr seht, versuche ich da wie ein verzweifelter Screenshot zu kriegen, funktioniert aber nicht. Dabei habe ich übrigens rausgefunden, man kann nicht direkt auf das Kerbel-Gesicht runter. Man schwebt so ein bisschen in der Luft. Dann habe ich noch einen schönen Überblick einmal über das Tal gemacht. Da hinten sieht man im Osten gerade den Mond auf- oder untergehen, also Ike quasi. Und was für eine idyllische Ansicht. Ne? Ja, und dann kam der echt unangenehme Teil der Mission, weil es gab ja dann noch eine Aufgabe, die es zu erledigen gilt. Und hier setzt jetzt auch wieder der Zeitraffer des Todes ein, weil wir noch in die Schlucht fahren müssen. Die Schlucht, die man da hinten, wenn ihr jetzt mal, warte mal, wenn ich mal eine Drehung irgendwann gemacht habe, seht ihr da hinten diesen Berg rechts an der Seite? Davon gibt es auch noch links diesen kleinen Hügel, wo Ike gerade ist. Und dazwischen wird irgendwann mal in weiter Entfernung eine Schlucht aufgehen. So, hier habe ich jetzt zweierlei Sachen gemacht. Ich habe zum einen massiv gezeitraffert und zum anderen Schnitte eingefügt. Also ich habe immer so 15 bis 20 Minuten Aufnahmen mal zwischendurch gemacht. Und die dann auf eine Minute runtergezeitraffert, weil ich hätte euch sonst in den Wahnsinn getrieben. Das Ganze hat insgesamt echt lange gedauert, also ich weiß es gar nicht. Oben an der Uhr kann man es mitverfolgen. Wir sind jetzt bei 4 Stunden 29. Wir können mal gucken, wo wir zum Schluss der Aufnahme sind. Gefühlt bin ich 2 Stunden Rover gefahren am Stück oder sowas und glaubt mir, es ist zurzeit echt, echt warm. Aber es hat ganz gut geklappt. Also ich habe irgendwann für mich rausgefunden, dass wenn ich aufhöre, so viel zu steuern und stattdessen mich mehr darauf konzentriere, mit den Bremsen zu arbeiten, dass das ganz gut funktioniert. Das heißt, meine Crashs, die ihr noch kennt, auch aus dem Livestream, die haben sich stark in Grenzen gehalten, weil ich habe damit dann halt gelernt, jetzt den Rover so zu kontrollieren, dass er halt nicht zu schnell wurde. Und bin halt immer mit so zwischen 10 und 13 Metern pro Sekunde, oder das ist das, was ich versucht habe zu machen mit dem Rover. Das hat auch ganz gut funktioniert. 10 bis 13 Meter pro Sekunde war okay. Zwischendurch habe ich ab und zu Zwischenstopps eingelegt, immer wenn ich gedacht habe, so, oh, ich habe jetzt wieder mal ein Stück Strecke geschafft. Kleinen Quicksave gemacht, einfach nur damit ich nicht alles nochmal fahren muss, wenn ich dann doch noch umkippe, weil ich habe dem Ganzen bis zum Ende nicht so richtig getraut. So. Lange Rede, kurzer Sinn, verdammt lange Strecke und es tut mir auch leid, dass es um den Iron Kerman so lange ruhig war. Ich hatte natürlich ein bisschen gehofft, dass wir im Livestream weiterkommen und gehofft, dass er vielleicht nochmal in den Livestream gewotet wird. Ich gelobe Besserung. Wie gesagt, das Unangenehme mit dem Roverfahren seht ihr ja hier gerade. Das war halt einfach sehr schwierig, das zeitlich bei mir in meine momentane Zeitplanung reinzubekommen. Wir haben natürlich dann noch ein bisschen jetzt was vor uns. Wir müssen Yol noch nachholen und dann mal gucken, was es. Ich habe noch gar nicht gelesen, was es für eine Juni-Mission gab, aber
wir müssen uns dann auch erstmal um die Mai-Mission kümmern, nämlich Yol und Konsorten. Aber vorher haben wir hier noch ein bisschen was zu tun, nämlich wir müssen hier noch in die Schlucht reinfahren, wir müssen es dann natürlich auch noch zum Mutterschiff zurückschaffen. Und bevor wir das Duna-System verlassen, gilt es natürlich auch noch einen kleinen Zwischenstopp auf Ike zu machen. Wird dann aber Thema im nächsten Video werden. Denn jetzt sind wir immer noch unterwegs auf schneller Reise. Ihr seht das im Zeitraffer ganz gut. Da hinten erkennt man so langsam die Einfahrt der Schlucht. Also es wird so langsam. Und wie ihr grob erahnen könnt, jedes Mal, wenn so eine Überblendung kommt, sind wieder irgendwie 15 bis 20 Minuten vorbei, weil ich dann die Videos gestoppt habe, damit sie nachher im Schnitt nicht ganz so riesengroß werden. Und ein neues Video angefangen habe. Ja, aber man sieht es ganz gut. So links und rechts von mir heben sich langsam aber sicher die Felswände. Das heißt, ich komme mehr und mehr aus meinem Krater, in dem ich ja war, in dem wir uns das Gesicht angeguckt haben, wo wir gelandet sind und die Bodenprobe genommen haben, kommen wir immer mehr in die Schlucht rein. Ich gucke mir zwischendurch halt auch mal wieder auf der Karte an, wie es aussieht. Das sieht man jetzt hier in diesem Extremzeitraffer leider sehr, sehr, sehr schlecht. Und wenn ihr mal oben links guckt, da seht ihr auch, wir haben ja irgendwie bei 48 Minuten, ne, 4 bla irgendwas angefangen. Es ist weit über eine Stunde seitdem vergangen, die ich hier fahre. Und ja, ich habe zwischendurch viele Tassen Kaffee getrunken und kann mir jetzt offiziell auch eine Space Trucker Badge besorgen. So, dann war natürlich irgendwann der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, okay, das muss jetzt reichen. Ich bin jetzt tief genug in dieser Schlucht drin und ich habe jetzt beschlossen, hier, ich glaube auf dem Hügel kam oben eigentlich zu sagen, okay, ich nehme jetzt hier die Bodenprobe, mache alle Beweisfotos fertig, weil links von mir ist so Dings, also ist eine Wand, rechts von mir ist eine Wand. Und ich bin mittendrin und habe gedacht, jetzt, das gilt als Schlucht. Also in meiner Welt gilt das als Schlucht. Ich muss mich jetzt natürlich, letztlich muss ich die Beurteilung und Wertung der Rennleitung abwarten. Aber einmal rausgezoomt sieht man auch, ich bin wirklich nicht mehr im Canyon. Also ich bin nicht mehr in dem, Entschuldigung, andersrum, ich bin nicht mehr in dem Krater drin, sondern schon im Canyon, da wo die Mausspitze ist. Befindet sich mein Rover und meiner Meinung nach ist das eindeutig in der Schlucht drin. Leider ändert sich hier die Anomalie nicht. Jetzt habe ich das Ganze einmal nochmal vorgespult und zwar um einen Screenshot auf der Karte machen zu können, damit man auch einfach sieht, wo ich stehe. So, beziehungsweise kein Screenshot, sondern hier aus dem Video raus. Und zu guter Letzt habe ich jetzt nochmal gezeigt, dass ich hier auch ein Dings habe, ein Dingsbums, na, eine Bodenprobe. Und dann kam der unangenehme Teil. Denn ich wusste nicht, ob mein Rover funktioniert. Und also funktioniert im Sinne von, ob ich genug Delta V habe. Das heißt, ich habe die Valentina wieder eingepackt und die Aerodynamic Overlays angeschaltet, alle Triebwerke erstmal wieder aktiviert. Und dann halt geguckt, dass ich von der Richtung her so 270 Grad ungefähr anpeile. Ein bisschen weiche ich davon ab Richtung Süden, weil ich halt auch von etwas nördlich des Äquators starte. Und habe dann den Aufstieg begonnen und geguckt, ob ich das überhaupt schaffen werde, weil ich wusste eben nicht. Ich wusste, dass es auf dem Mond sehr knapp war. Runter und wieder hoch. Und wusste auch, dass ich auf Duna etwas mehr Delta V brauchen werde als beim Mond rauf und runter. Und habe halt jetzt gesehen, okay, Aerodynamic Forces, wir haben da auf jeden Fall mit dem Drag zu kämpfen und habe deshalb auch geguckt, dass ich ein bisschen Schub rausnehme, um eben dafür zu sorgen, dass ich möglichst wenig Treibstoff verbrenne und auch sehr schnell nach einem flachen Winkel gesucht. Also ihr seht, bin ich sehr zeitig, sehr flach vom Aufstiegswinkel, weil ich möglichst viel versucht habe, schon mal Geschwindigkeit aufzunehmen für den Orbit und nicht zu lange und zu viel gegen die Gravitation anzukämpfen, weil den Kampf verliere ich mit dem knappen Treibstoff halt. Deshalb habe ich immer darauf geachtet, dass so knapp eine Minute vor mir die Apoapsis wandert und ich einfach immer Druck auf den Triebwerken behalte. Ich habe zwischendrin, also hier an dem Punkt war ich eigentlich recht zuversichtlich, dass es klappt. Eine halbe Minute später war ich das schon bei weitem nicht mehr so sehr, weil hier die Apoapsis halt auch nur sehr langsam gestiegen ist. Wir müssen auf 50 Kilometer hoch und dann brauchen wir noch eine 50 Kilometer Periapsis. Ich habe jetzt noch 60 Einheiten Fuel und ihr seht, dass das auch entsprechend schnell runtergeht. Von daher, jetzt war auch so der Punkt, wo ich ganz schön ins Schwitzen gekommen bin und gemerkt habe, dass das eine unheimlich knappe Nummer wird. Es geht mir auch noch gar nicht um das Rendezvous mit dem
mit dem Satelliten, der da ist. Das ist ja die Grabbing Unit. Das war nicht das Ziel, das ist eher Zufall, dass der da auch gerade unterwegs ist. So, und ich habe es dann geschafft, auf jeden Fall schon mal die Apoapsis über die Atmosphäre rauszudrücken. Die kam dann natürlich durch Luftwiderstand und so zu mir zurück. Das heißt, ich habe sie nochmal hochdrücken müssen. Und dann hatte ich noch 14 Einheiten Liquid Fuel. Da habe ich schon gedacht, so, wir müssen dann noch einen Orbit zu Ende fliegen, ne? Das könnte echt fies knapp werden in letzter Instanz. Und wie sich herausgestellt hat, war das auch verdammt knapp. Denn ich würde jetzt mal sagen, mit ein, zwei kleineren Patzern mehr im Aufstieg hätte das auf gar keinen Fall funktioniert. Und ich habe dann auf jeden Fall gewartet und bin rausgekostet, um aus der Atmosphäre rauszukommen. Ich wollte keinen weiteren Tropfen Sprit an die Atmosphäre verschwenden. Und habe dann kurz Schwung gegeben nochmal, als ich raus bin mit dem letzten Sprit. Habe noch zwei Einheiten Sprit im Tank. Und die Periapsis jetzt bei, ich glaube, 18 Kilometer war sie jetzt, so als ich kurz geguckt hatte. Oh, schade, ich gehe nicht nochmal drüber. Okay. Genau, und habe dann halt gesagt, okay, ich brenne meinen restlichen Treibstoff exakt auf der Apoapsis raus. Also wirklich absolut exakt auf der Apoapsis, um keinen Tropfen zu vergeuden. Und das war aber nur noch ein sehr kurzer Spaß, denn ich habe einmal angemacht und dann war der Treibstoff auch alle. Und dann hat sich rausgestellt, ja, nicht ganz 40 Kilometer mit der Höhe. Und dann hieß es anschieben. Als erstes habe ich Valentina genommen. Ich habe den Rover einfach mit dem SAS-System auf Orbit Richtung ausgerichtet gelassen und dann habe ich einfach geschoben und geguckt, was draus wird. Und mich langsam aber sicher halt begonnen hochzuarbeiten, indem ich den Rover einfach per Jetpack weiter beschleunigt habe. Der große Vorteil bei mir mit dem Rover ist natürlich, mein Rover ist unheimlich leicht. Also gerade jetzt, wo der Treibstoff draußen ist, ich habe nicht nachgeguckt, aber ich glaube, das Ding wiegt ohne Treibstoff keine 3 Tonnen oder so, weil da halt einfach nichts drin ist. Und das kann ich mit dem Jetpack relativ gut bewerkstelligen, da ein bisschen was rumzutüllen. Und dann war halt leider Valentinas Jetpack relativ schnell leer, weil ich auf Duna ja schon viel rumgekaspert habe. Also war Bill als nächstes dran. Ich habe Bill dann erstmal in Position gebracht. Dann ist mir aber eingefallen, dass ich mittlerweile halt an der Apoapsis relativ stark vorbei bin und einfach ein bisschen die Ausrichtung auch ändern muss von meinem Gefährt, damit ich auch wirklich die Periapsis nach oben ziehe. Also habe ich ganz kurz einmal die Ausrichtung angepasst. Weil ansonsten der Körbel selbst steuert ja dahinter nicht. Der Körbel hängt sich einfach nur hinter und gibt Schub. Die Ausrichtung macht das Fahrzeug. Und dann habe ich mit Bill ordentlich geschoben. Das hat jetzt natürlich einen Moment gedauert. Also Zeitraffern, Zeitraffern, Zeitraffern. Das Ganze läuft mit doppelter Geschwindigkeit insgesamt. Und ich habe es dann schlussendlich mit Ach und Krach zurück in einen 50 Kilometer zu, ich weiß es gar nicht, 55 Kilometer Orbit geschafft. Mit Bills Jetpack. Der hatte zum Glück halt noch ein relativ volles Jetpack, also das hat gut funktioniert. Und jetzt heißt es halt, das Ganze mit der Grabbing Unit nochmal einsammeln und zum Raumschiff bringen, also zum Mutterschiff bringen, wieder ankoppeln, neu betanken und dann auf in Richtung Ike. Und das ist, denke ich, ab da alles kein Hexenwerk mehr. Hier seht ihr es nochmal, offiziell bestätigt, 50 Kilometer geschafft. Ta-ta-da-da. Und wir hätten sogar noch zwei volle Jetpacks gehabt. Also es war noch mit ganz viel Reserve überhaupt nichts schief gegangen. Nein, das war super knapp und ich bin froh, dass es geklappt hat. Duna war die größte Angst für meinen Länder. Ich weiß jetzt, wo ich nicht runtergehen sollte. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich gelobe Besserung bei der Häufigkeit der Iron Kerman Videos, weil ich muss ein bisschen was aufholen. Mein Name ist Robert und tschüss.